Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Einsteiger-Tutorial und Crafting-Guide zu Arma 3 Desolation. Ich wollte meine gesammelten Spielerfahrungen zu der Mod mit euch teilen und komme deshalb heute zu dem ersten Teil meines Desolation-Anfänger-Guides. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Und zwar, wenn wir im Spiel gejoint sind, haben wir die Möglichkeit hier über die Taste F2 ein kleines internes Hilfemenü aufzurufen. Da kann man sich mal durchwühlen, das habe ich auch gemacht. Da stehen ein paar entscheidende Hilfestellungen drin. Eigentlich alles, was man so zu der Mod wissen muss. Ja, ich gehe das einmal ganz schnell mit euch hier durch. Einmal grundlegende Informationen zu der Mod. Wie man ins Mod-bezogene Player-Inventory kommt mit Shift-I, was beim Crafting zu beachten ist, nochmal so interne Tastaturbelegungen, nochmal Informationen hier zum Charakterstatus, zum Tag-Nacht-Zyklus, dass die Nacht viel, viel schneller vorbeigeht. Rein zeittechnisch wie der Tag. Hierzu Zelten, die man aufbauen kann. Und Stashes, dass die quasi persistent sind. Das bedeutet, man kann die abspeichern, die Zelte, wenn man die aufbaut. Und dann bleiben die auch nach einem Server-Neustart stehen. Recombining Magazines. Das habe ich nun leider nicht ganz genau rausgefunden, was das bedeuten soll. Man kann hier irgendwie einen Speedloader erstellen und die Magazine irgendwie ja, zusammenführen oder so. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen überfragt bin. Dann haben wir hier Chopping Wood, also wie man Bäume fällt quasi, wie man Holz erhält. Hier nochmal Informationen zum Mod-internen Movement, also es gibt hier die Möglichkeit, über Hindernisse zu springen und nicht nur zu springen, sondern auch zu klettern. Das hatte mich ja bei dem ersten Video, das ich gemacht hatte, auch schon gewundert. Die Taste V funktionierte nicht, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Hier nochmal zum Upgrade von den Basen, die man hier errichten kann, wie man davor zu gehen hat. Naja, und dann den Donation-Button, kann man das Projekt nochmal finanziell unterstützen, wenn man möchte. So, das war jetzt erstmal schon wieder eine ganze Menge und ich habe das auch alles nur angekratzt. Ich werde da nach und nach da intensiver nochmal drauf eingehen. Wir haben also hier die Taste F1. Ja? Damit kommen wir, können wir uns unseren Charakter so anschauen. Das ist halt interessant, weil auf den meisten Servern haben wir eigentlich nur diese Ego-Perspektive und so hat man die Möglichkeit, seinen Charakter mal etwas genauer anzuschauen. Mit F2, wie gesagt, gibt es dieses Hilfemenü. F4 war das mit den Kombinieren der Magazine in so einem Speedloader. Da vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Also da weiß ich nun wirklich nicht genau, was das sein soll. Ich habe mich damit beschäftigt, aber bin da nicht so hintergestiegen. Z ist noch ganz nett hier. Und zwar können wir damit quasi das Soundlevel reduzieren. Das ist natürlich dann interessant, wenn man dann so im Heli sitzt oder so, wenn man denn mal einen findet. Und quasi diese Earplugs, Ohrenstöpsel sozusagen. Das ist echt eine feine Sache. Dann haben wir hier nochmal die Latest Changelogs. Also dass die letzten Updates quasi, die letzten Änderungen im Spiel, kann man sich nochmal aufrufen. Disable Ambiente Sounds. Ja, wenn man da drauf drückt, passiert nicht wirklich viel. Er schreibt dann hier unten hin, dass das ausgeschaltet wurde, aber die Töne und so sind trotzdem noch alle da. Push Boot. Ja, wenn man dann ein Boot findet. Ich denke mal, dass man das quasi vom Strand ins Wasser bekommt mit der Taste F6. F5 können wir nochmal drücken, da haben wir hier die aktuelle Version mit den letzten Änderungen im Spiel.
So. Dann haben wir natürlich hier das allgemeine. Falsche Taste. Das allgemeine Arma 3 Menü, wie wir das alle so kennen. Mit unseren Klamotten hier. Wir haben hier eine Karte, ein GPS, ein Funkgerät kann man finden, Kompass, Uhr, das kennen wir alles. Das kann man hier auch alles wunderbar benutzen. Ja. Gibt auch die Möglichkeit hier das GPS einzuschalten, das haben wir auch schon getan. Und eine Karte haben wir jetzt hier. Bei dem Server ist es auch so, dass wir hier also tatsächlich einen Punkt auf der Karte setzen können. Und jetzt sehen wir hier, weiß nicht, ob ihr es seht, rechts im Bildschirm 1,1 Kilometer Entfernung. So, mein Charakter, der ist leider ein bisschen durstig und hungrig. Und das ist ja genau das, was ich euch jetzt hier auch zeigen wollte. Dazu gehen wir nochmal dieses Spiel- oder Mod-interne Menü durch, wo wir mit Shift-I landen. Und zwar haben wir hier nochmal diese Spielerstatistiken. Und zwar Hunger, Durst, gebrochene Beine, Infekt, wenn wir bluten, wenn wir sterben und dehydrieren. So, wenn wir jetzt hier Hunger haben, normalerweise ist das beides grün. Jetzt hier in diesem Fall natürlich nicht. Also bei Hunger muss ich dann hier mir natürlich Nahrung suchen. Die finde ich am besten in Städten. Und hier haben wir zum Beispiel Bohnen. Die wähle ich hier an und sage dann Use Item. Jetzt sieht man, hier hat sich auch die Farbe etwas verändert. Hier unten schreibt er noch, dass er die auch konsumiert hat. Hat natürlich immer noch Hunger. Dann haben wir hier noch eine Tüte Reis oder sowas. Habe ich halt auch gefunden. Hau ich ihm die nochmal rein. Und jetzt haben wir das auch schon grün. Das Problem ist, mein Bildschirm, das seht ihr jetzt vielleicht nicht so genau, der ist schon etwas gräulich geworden und der Kollege atmet halt auch die ganze Zeit schwer. Und das zeugt halt daher, wenn wir lange nichts essen und nichts trinken, und zwischendurch haut uns noch ein Zombie und wir bluten und verlieren Blut. Und dann wird der Bildschirm halt immer grauer und irgendwann werden wir natürlich sterben. So, dann gehen wir wieder in das Menü, weil wir haben auch unheimlichen Durst. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal gibt es hier so Getränkedosen zu finden, ja, in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Die kann man sich dann halt einfach hier reinhauen. Das hat jetzt aber nicht allzu viel gebracht. Am besten ist, man findet hier die Wasserflaschen. Diese hier ist jetzt zum Beispiel leer. Die kann man dann an Brunnen und ja, sämtlichen Gewässern, eigentlich Flüssen, Seen und auch am Meer, bin ich der Meinung, auffüllen. Allerdings ist dann das Wasser da drinne schmutzig. Man kann das trinken, das hilft einem auch erstmal, den Durst zu löschen. Allerdings handelt man sich dann früher oder später durch das schmutzige Wasser einen Infekt ein. Ja? Und diesen Infekt, den muss man dann wieder mit Antibiotika, die habe ich jetzt hier im Moment nicht dabei, weil ich die vorhin schon leider benutzen musste. Ich gucke nochmal schnell durch. Nein. Also hier so wie Morphin gibt es natürlich auch. Das findet man in Krankenhäusern. Und Antibiotika findet man, gibt es auch in Krankenhäusern. Drückt man dann halt auch einfach drauf. Morphin kann ich jetzt halt nicht gebrauchen. Weil ich Morphin eigentlich zu... Wenn ich mir das Bein gebrochen habe, kann ich dann Morphin benutzen hier mit Use Item. Wir bräuchten jetzt Wasser. Das Wasser hier zum Beispiel ist jetzt sauber. Das habe ich in einem Lagerfeuer abgekocht, also im Fluss geschöpft und dann in einem Lagerfeuer abgekocht. Manchmal findet man auch schon sauberes Wasser. Gut, ich gehe also auf mein sauberes Wasser hier, sage Use und beides ist grün. So, und das ist auch immer relativ wichtig, dass beides grün ist, weil nur wenn beides grün ist, regeneriert der Körper automatisch das Blut.
Das heißt, der Blutlevel steigt dann an. Eine weitere Möglichkeit, den Blutlevel zu erhöhen, ja, hier, jetzt schreibt das gerade hin. I'm Renegating Blood. Er regeneriert Blut. Das geht also nur, wenn das beides grün ist. So. Die zweite Möglichkeit ist halt, es gibt hier Bloodbag, so ein Beutel. Den könnte man auffüllen, wenn man in der Nähe eines anderen menschlichen Spielers steht. Dann kann man hier Use Item drücken und er würde diesen anderen Spieler quasi das Blut abzapfen. Das kann man machen, wenn man mit Freunden oder im Team unterwegs ist. Ich habe hier zum Beispiel so einen Bloodbag gefunden. Den könnte ich natürlich zwischendurch auch nutzen. Der ist schon gefüllt. Nur, das lässt er jetzt nicht zu, weil mein Blutlevel anscheinend ja schon den höchsten Punkt erreicht hat. Man merkt das natürlich auch daran, dass der Kollege, na, dort atmet er auch wieder schwer. Na, okay. Also eigentlich. Aber das ist ja bei Arma auch immer so eine Sache. Aber so, das funktioniert eigentlich schon. Also, wenn er also schwer atmet die ganze Zeit, das merkt man dann auch. Dann sollte man von Zeit zu Zeit hier mal hergucken. Dann ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Jetzt ist aber alles eigentlich soweit schön. Das dauert dann nochmal eine gewisse Zeit, bis sich der ganze Körper wieder regeneriert hat. Was haben wir hier noch? Gebrochene Beine. Gebrochene Beine bekommen wir, wenn wir jetzt irgendwo runterspringen. Diese gebrochenen Beine gibt es dann zwei Möglichkeiten, die zu beheben, quasi zu reparieren. Das geht einmal hier mit Morphin. Dann werden die Broken Legs wieder in Ordnung. Gebrochene Beine bekomme ich ja, wenn ich halt irgendwo runterfalle, wenn ich Fallschaden habe. Ich glaube, dann kriecht ich da auch nur noch so rum. Ja, man kann man sich nicht mehr besonders doll bewegen. Er regeneriert immer noch weiter Blut. Der Bildschirm, ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sieht, der wird auch immer wieder so ein bisschen dunkel hier an den Rändern. Und irgendwann ist das dann halt vorbei. Gesagt, ihr seht doch, ich switch hier von einem Thema in das andere rein, aber es hängt halt irgendwie auch alles so ein bisschen miteinander zusammen. So, gebrochene Beine. Wie gesagt, Morphin. Oder es gibt die Möglichkeit, wenn ich Holz nehme und zwei Bandagen, dann kann ich mir einen Splint craften. Also so eine Art Bandage für das Bein. Wenn ich die dann hier auswähle und benutze, dann ist das gebrochene Bein auch wieder in Ordnung. Ja, jetzt ist er schon wieder ein bisschen durstig, sagt er. Dann nehmen wir nochmal hier die nächsten abgekochten die nächste abgekochte Wasserflasche und trinken die auch nochmal. So, dann haben wir jetzt hier noch den Infekt. Den Infekt bekomme ich teilweise, wenn mich zum Beispiel ein Zombie schlägt. Kann es passieren, dass ich einen Infekt bekomme? Ist mir bis jetzt einmal passiert. Dann bekomme ich einen Infekt, wenn ich mehrmals schmutziges Wasser getrunken habe. Und diesen Infekt bekomme ich nur weg, indem ich Antibiotika zu mir nehme. Die Antibiotika, genau wie das Morphin, finde ich hauptsächlich in Krankenhäusern, in irgendwelchen Städten. Da muss ich mir ein Krankenhaus suchen. Diese typischen Arma 3 Krankenhäuser, die man so kennt aus den Spielen. Dort findet man dann so Bandagen, Bloodbags und so weiter. Alles, was den medizinischen Bereich angeht. Ja, wenn ich das hier alles schleifen lasse, mit dem Hunger, mit dem Durst, gebrochene Beine und Infekt, dann haben wir das Problem, dass hier irgendwann hier unten der Tod quasi rot leuchtet. Dann dauert es nicht mehr lang und man stirbt halt. Das gleiche gilt für den Wasserbedarf mit der Dehydration. Das ist halt dann auch irgendwann rot. Also wie gesagt, man sollte von Zeit zu Zeit hier in den Bildschirm schauen, was hier so Taco ist. Am meisten beschäftigt man sich natürlich mit Hunger und Durst und es kommt halt öfter vor, dass einem der Zombie mal eine runterhaut und man hier eine Blutung
bekommt. Diese Blutung kann man stillen, indem man hier auf Bandage drückt und Use Item. Dann setzt er sich hin und bandagiert sich. So. Und da möchte ich euch jetzt halt einmal zeigen, wie man so eine Bandage craftet. Bevor wir das machen, gibt es aber nochmal die Grundlagen zum Crafting und das zeige ich euch jetzt doch dann gleich anhand einer Bandage. Ich habe also die Möglichkeit, muss mal ganz kurz gucken, hier aus diesen Clothes, also das sind irgendwelche Kleider, die man findet. Der normale Stoff, den man so findet von Tieren, das geht nicht. Man geht also, wählt hier den Stoff aus, geht auf Move Crafting, dann landet das hier drüben. Das sind auch die Grundlagen zu dem Crafting im Allgemeinen jetzt, egal was ich craften will. Ich muss die dazugehörigen Sachen hier rüberpacken. Das können auch mal mehrere Sachen sein. So, jetzt wähle ich also hier nur die Klamotten aus. Dann sehe ich hier, aha, da kommt dann das Produkt Bandage raus. Dann gehe ich auf Bandage und er sagt mir hier, was er dazu braucht. Manchmal steht hier hinter noch zum Beispiel, dass er ein Messer braucht oder ein anderes Werkzeug, einen Hammer zum Beispiel. Den müsste ich jetzt dann hier noch dabei haben. So, dann wähle ich das halt aus und sage Craft Item. Dann macht er das jetzt. Das dauert natürlich so seine Zeit und das kann man auch nicht so schnell abbrechen. Und man ist natürlich auch verwundbar in der Zeit. So, und dann habe ich hier meine Bandage. Wir können das hier nochmal machen. Gehen wieder hier rüber, Klamotten klicken, auf das Produkt klicken. Er sagt dann hier unten, wenn jetzt noch was fehlen würde, ein Werkzeug oder so, dann sage ich Craft. Und er bastelt uns diese Bandage. So, das wäre jetzt das dazu. Was möchte ich euch noch sagen? Was ich auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist jetzt, dass man mit der Taste V, ich habe das auf V gelegt, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, und zwar muss man dazu hier kurz rausgehen, dann gibt es hier auf der Seite Enhanced Movement, da geht man auf Key und hier gibt es dann Jump Climb, da habe ich jetzt wieder V eingetragen für Springen. Ich glaube, man braucht dann eventuell einen Neustart vom Spiel. Bin mir nicht ganz sicher. So, da läuft man halt hierher und sagt jetzt V. Und was macht der Kollege? Zack. Er springt mal locker, flockig über den Zaun. Das kennt man ja so aus anderen Arma 3 Mods, glaube ich nicht. Also ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Es gibt wohl auch die Möglichkeit auf Dächer zu klettern. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier auch rauf käme. Wir probieren das mal aus. Oh ja. Kann man zum Beispiel auch mal hier oben hin und legt sich dann hier hin. Ja. Das haben sie also ganz nett gemacht. Ja, ich denke, das sollte es für den Anfang erstmal gewesen sein. Vielleicht noch eine Information, und zwar ja, Werkzeuge und den ganzen Kram. Werkzeuge, also sprich ein Messer und Akkuschrauber zum Basebuilding und ein Hammer und ein Schraubenschlüssel. Das findet man alles hier in so Industrieanlagen. Essen und Trinken in erster Linie in den Städten. Und in den Städten gibt es ja auch dann teilweise Brunnen, wo man dann das Wasser wieder auffüllen kann. Und es gibt natürlich auch ein paar Militäreinrichtungen. Dort findet man dann hauptsächlich natürlich die Waffen. Vielleicht hätte ich am Anfang nochmal erwähnen sollen, ich befinde mich hier auf der Map Padagorsk. Und falls ihr das jetzt hier noch nicht so kanntet. So, das sollte es mit den Grundkenntnissen
erstmal gewesen sein. Ich denke, damit sollte man sich einige Zeit über Wasser halten können, damit das Ganze hier nicht zu sehr ausartet und ich nicht noch mehr hier erzähle. Werden wir im nächsten Teil mal etwas tiefer in die Materie einsteigen und da werden wir dann intensiver auf die einzelnen Sachen, Crafting-Sachen eingehen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und bupp, da ist er weg. Ich verabschiede mich bei euch und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Wenn ihr Fragen rund um die Mod oder zu allen anderen Sachen habt, dann scheut euch nicht, mir einen Eintrag in den Kommentaren zu hinterlassen. Folgt mir auch auf Twitter und lasst ein Abo da, dann seid ihr immer über alle Neuigkeiten auf meinem Kanal auf dem Laufenden. Außerdem erfahrt ihr auf Twitter auch, wann der nächste Stream bei Twitch läuft. Habt ihr Anregungen zu Survival-Titeln oder anderen Games, so lasst es mich einfach wissen. Danke fürs Zuschauen.